Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video in der Fahrradwerkstatt Lodder. Ja, cool, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Es geht heute weiter, man hat es am Bild schon gesehen, mit unserem wunderschönen Rose Beefcake Enduro. Und ich sag's euch, wir haben ja das letzte Mal den Dämpfer eingebaut. Oh, der geht wie Sau. Also wirklich, das macht so Spaß. Also wirklich richtig geil. Ich bin richtig beeindruckt, begeistert. Meine Stimmung ist einfach durch die Decke geschossen. Oh nee, dann kommen wir bei meinem Nachbarn raus, auch nicht so geil. Nee, also wirklich, der Dämpfer macht richtig Spaß. Also vor allem auch vorne die Pike, ne? Ich habe die Pike ja geserviced im letzten Video oder so. Oh, die geht so butterweich, ne? Und dann vor allem mit dem Float X und das, oh, das harmoniert einfach perfekt, ne? Also das macht so Spaß, das Pike als Enduro. Ist jetzt so verspielt. Auch der Lenkwinkel ist so geil, der ist einfach für ein Enduro perfekt. Also macht richtig Spaß, ja? Also ich würde es nicht gegen ein neues Bike eintauschen wollen. Ich meine, ich habe auch schon oft überlegt, ja, hole ich mir mal ein neues Bike und denke mir immer, nee, warum? Das Bike macht so viel Spaß, ich brauche kein neues Bike. Ne? Lieber schön in die Parts investieren, immer mehr fein abstimmen, das taugt mir völlig. Also macht richtig Spaß, auch draußen am Trail. Ich bin jetzt auch schon wenig gefahren. Und ja, auch das, die Sperrfunktion, da bin ich ja mal sehr skeptisch. Bei der Pike funktioniert es ja wirklich gut, also die Gabel ist fast komplett hart. Und hinten der Dämpfer ist es irgendwie so, dass der Sack dann trotzdem komprimiert wird, aber dann ist wirklich hart, ja. Also man sitzt, finde ich, sehr bequem auf dem Bike und wenn man dann wirklich voll eintritt, das ist geil, weil es wippt fast gar nicht. Also der wird kaum komprimiert, also das ist echt nice. Und wenn man doch mal irgendwie dann einen Drop macht oder so, ich bin ein paar Mal einfach mit gesperrten Dämpfer ins Flat gesprungen, dann geht er trotzdem irgendwie wegen nice, also er dämpft trotzdem ab und das finde ich ziemlich nice. Also das ist wirklich nur... Also die Pedaleffizienz wirklich genutzt wird. Und das ist nice. Also das macht richtig Spaß. Also da kann ich schon mal sagen, das bisschen, was ich jetzt schon gefahren bin, macht richtig Bock mit dem Dämpfer. Also das macht richtig Bock. Und ja, womit geht's heute weiter? Heute geht's weiter noch mit der Dämpferbuchse. Da hatten wir das Problem im letzten Video, dass die vom Double Barrel nicht so ganz gepasst haben. Da haben wir ja ein bisschen gemurkst. Und deswegen habe ich neu bestellt. Ich habe jetzt beim unten habe ich die neue Dämpferbuchse auch schon eingepresst, um einfach zu sehen, ob alles passt. Und deshalb habe ich mir gedacht, jetzt mache ich noch ein kurzes Video, um euch einerseits zu erzählen, wie nice ich den Setup finde. Und ich zeige euch auf jeden Fall jetzt auch noch, wie man die Dämpferbuchse einpresst, für alle, die das interessiert. Ich denke, das ist eine ganz interessante Sache. Und ja, ich würde sagen, dann zeige ich euch das. Und dann am Ende vom Video wird es auch nochmal interessant, weil ich habe natürlich, das Bike ist noch lange nicht fertig, ne? Ich habe schon wieder eingekauft. Und ja, da werden wir am Ende vom Video noch ein quatschen. Und jetzt würde ich sagen, legen wir mal los. Jetzt baue ich mal schnell den Dämpfer aus und dann zeige ich euch hinten, wie man einpresst. Let's go! Hier sind wir jetzt wieder angekommen. Meine schöne Presse habe ich hier auch. Ja, es ist natürlich ohne Presse gar nicht so einfach. Es gibt aber ein extra Einpresswerkzeug dafür. Das kostet irgendwie 30 Euro oder so. Oder ihr kauft euch mal so eine Presse, kann ich sehr empfehlen. Die kann man immer mal gebrauchen. Und die kosten gebraucht bei eBay jetzt auch nicht so viel. Hier habe ich jetzt schon die neuen Dämpferbuchsen drin. So sieht das Ganze dann aus, wenn es richtig montiert ist, mit den originalen Dämpferbuchsen. Und die gehen echt schon gut. Also die wurden ja nochmal verbessert, die letzten Jahre. Also ich meine, gut, das kann man jetzt hier nicht vergleichen. Aber die gehen echt schon gut. Also haben kein Spiel und gehen butterweich, wie man das halt von so Dämpferbuchsen erwartet. Jetzt müssen wir hier natürlich wieder unseren Murks erstmal entfernen. Aber das dürfte jetzt nicht so schwer werden. Jetzt mache ich erstmal wieder mit einem kleinen Schraubendreher die Gummidichtung raus. Die brauchen wir übrigens bei den neuen Dämpferbuchsen nicht mehr, habe ich gesehen. Da wird die einfach nicht mehr verwendet. Und normalerweise können wir jetzt dann schon mit einem Schraubendreher hier oben den Ring lösen. So, jetzt tun wir unsere Buchse raus. Ja gut, ich habe das letzte Mal... Ja, das Lustige weiß ist, sie hält jetzt sogar ein bisschen. Schauen wir mal, ob wir sie jetzt mit der Hand rauskriegen oder ob das nichts wird. Naja, doch, kriegt man schon raus mit dem Finger. Also normalerweise dürfte man die mit dem Finger nicht rauskriegen. Das ist halt jetzt, weil wir da ja Klebeband rumgemacht haben. Schauen wir mal, dass ich mir wieder passende Nuss nehme. Und mit der die Buchse auch rausdrücke. Gut, das war's. Buchse ist raus. Ja, da habe ich hier ein wenig Tesafilm rumgemacht das letzte Mal, dass die Buchse ein wenig größer wird. Also wie gesagt, das ist keine Dauerlösung. Das kann man schon mal machen, um 1-2 Probefahrten zu machen, aber das ist so nicht gedacht. So, jetzt machen wir mal hier meine Kiste auf. Hier haben wir jetzt die neuen Buchsen. Jetzt mache ich hier drin noch schön sauber. Und genau, so sehen die aus. Kann man ganz normal im Internet kaufen.
gibt mal einfach ein Fox Float Xbox und dann kommen die gleich. Ja, und jetzt pressen wir die einfach ein, da ist jetzt nicht viel dabei. Wenn man hier so eine Presse hat, legt man sich seinen Dämpfer hier drauf. Dann legt man die Dämpferbuchse hier drauf. Dann presst man das Ganze einfach ein. Buchse Nummer 1. Ja, man sieht jetzt schon, die letzte Buchse ist ja einfach so reingefallen. Und das sollte natürlich so nicht sein. Ja, jetzt sind die beiden Buchsen drin. Jetzt können wir hier wieder unsere Welle nehmen. Die stecken wir jetzt auch hier durch. Kann sein, dass wir die auch ein bisschen reinpressen müssen am Anfang. Weil es ist mir bei der letzten schon aufgefallen, am Anfang geht es irgendwie ein wenig schwerer. Und dann sitzt sie aber besser. Jetzt muss ich nur wegen meiner Presse ein wenig höher stellen. Genau, die stecken wir jetzt ganz rein. Und jetzt schauen wir mal, dass wir den Rest so noch reingepresst kriegen. Ja. Dann kann man hier mal bewegen, ob sich das gut bewegen lässt. Ja, das schaut eigentlich ganz gut aus. Dann machen wir es noch ein wenig sauber. Ja, so sieht es eigentlich ganz gut aus. Ja, jetzt haben wir die Buchse auch hier drin. Das war es eigentlich schon. Jetzt sind die neuen Buchsen eingepresst. Und jetzt können wir dann eigentlich das Ganze schon wieder im Fahrrad montieren. Und das würde ich sagen, machen wir auch gleich. Der Dämpfer ist jetzt wieder eingebaut. Ich zeige es euch gleich nochmal, dass ihr es auch seht. Das Schöne in dem Bike ist nämlich, es wiegt fast nichts. So. So sieht das Ganze jetzt aus. Super feine Sache, richtig cool geworden. Ich meine, vom Fahren wird sich jetzt nicht viel ändern, aber es ist halt jetzt alles richtig gemacht und die Buchsen sind richtig, also sind die richtigen Buchsen drin und nicht irgendwelchen Murks. Jetzt können wir auch ohne Bedenken das Bike richtig dran nehmen. Okay, wo ich gesagt habe, jetzt können wir das Bike richtig dran nehmen, ist das Bike langsam nach hinten gerollt. Das ist ein auffällig. Ja, alles gut. Jetzt kommen wir noch zu einem interessanten Teil. Und zwar, ich habe nämlich eingekauft. Ja, wir sind noch nicht fertig mit dem schönen Beefcake. Und zwar, zwei Sachen habe ich gekauft. Eine Sache werde ich noch nicht ankündigen. Die wird im nächsten Video kommen. Aber eine andere Sache habe ich. Und zwar habe ich hier D-Max-Speichen. Vielleicht hat man sie in einem anderen Video schon mal gesehen. Und... Moment, ganz viel lustige Zubehör, Speichen, eine Narbe, neue Lager fürs Vorderrad. Da wartet auf jeden Fall ganz schön Arbeit auf mich, aber mein Hinterrad, die Felge ist wirklich am Limit, also die hat Schläge, die hat einen Achter, man kann sie nicht mehr tubeless fahren, weil sie nicht mehr dicht wird. Das Ventilloch ist so ausgeschlagen, dass man kein tubeless Ventil mehr reinmachen kann. Also die Felge hat es hinter sich, die ist von 2011, also die hat es auf jeden Fall mal nötig getauscht zu werden. Und das Coole ist, ich habe im Bikemarkt ein gebrauchtes Komplettrad gekauft, was so halb eingespeicht war. Also es hat einen Achter gehabt und war auch eine 150 mm Narbe, also die passt für mein Bike gar nicht. Aber der hat eben da zusätzlich ein niegelnagelneues Felgen, also eine niegelnagelneue Felge dazu gelegt. Und die brauche ich ja. Und da hat er mir einen echt guten Preis gemacht, 85 Euro habe ich gezahlt für eine kaputte D-Max-Felge quasi, aber noch eine intakte Narbe. Und ich meine, hier kann ich ja auch für meine den Freilaufkörper verwenden, die Lager kann ich verwenden, die ganzen Adapter kann ich verwenden. Da habe ich jetzt auf jeden Fall schön Ersatzteile für meine D-Max und für 85 Euro, ja, da habe ich auf jeden Fall nichts falsch gemacht. Und ich fahre die Mavic D-Max eigentlich sehr, sehr gerne und deshalb hätte ich sehr schade gefunden, die herzugeben. Da sind auf jeden Fall kaputte Speichennippel drin. Aber das kann schon sein, weil ich habe das jetzt nicht unbedingt liebevoll ausgespeichert. Ich meine, die Felge ist eh hin. Wenn man sie auf einen geraden Tisch legt, weiß nicht, ob man es hier sieht, wahrscheinlich sieht man es nicht, dann ist da ungefähr so ein großer Spalt. Also die hat einen guten Achter drin. Aber mal gucken, vielleicht kann man einen Kleiderbügel draus bauen oder es wird einfach Deko für die Werkstatt. Genau, aber wichtig ist, dass wir hier mal eine neue haben, weil die werde ich auf jeden Fall brauchen. Und dann kann ich nämlich endlich... am Hinterrad auch wieder tubeless fahren. Das habe ich schon sehr vermisst, weil ich muss sagen, am Hinterrad ist tubeless doch geil, weil einfach mal Vollgas in eine Treppe reinspringen, traue ich mich halt so nett.
weil da ist der Reifen halt doch schnell mal platt. Und auch im Gelände, wenn ich im Wald bin, einfach mal voll auf einen Wurzelteppich draufhalten oder auf dem Steinfeld, habe ich dann doch mal ein bisschen Schiss und deshalb ist es mir dann doch lieber hinten wieder tubeless zu fahren. Wobei ich auch im Überlegen bin, vielleicht Procore zu fahren hinten von Schwalbe, dieses Zwei-Kammer-System, das ist eigentlich auch ziemlich geil. Aber jetzt schauen wir mal, erstmal wieder die Felge fit machen. Und dann habe ich ja noch ein paar andere Sachen bestellt. Ja, und die werde ich im nächsten Video einbauen, da freue ich mich richtig drauf. Das werde ich wahrscheinlich heute noch machen, von daher wird es nicht lange dauern, bis das Video online kommt. Dann, ich hoffe, das Zuschauen hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns im nächsten Video. Seid gespannt, wie es mit dem Enduro weitergeht. Und genau, bis dahin viel Spaß beim Biken. Das Wetter ist jetzt wieder schön. Ich meine, die Bikeparks haben teilweise noch nicht offen. Das ist eh noch so eine grenzwertige Sache wegen Corona und so. Müssen wir noch aufpassen. Aber deswegen kann man trotzdem alleine draußen ein bisschen Fahrrad fahren. Aber aufpassen. Verletzt euch nicht, weil im Krankenhaus haben die, glaube ich, momentan echt andere Sorgen. Genau, dann würde ich sagen, macht es gut und bis zum nächsten Video. Servus!